Ja. Welcome aboard, Captain. Bin ich verfolgt worden? Alter! Was? Oh shit! Und herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero im Experimental Branch auf der Suche nach Sea Monkey Nestern. Eins haben wir schon gefunden in der letzten Folge. Da ist ja eins direkt vor mir, wo ich die Folge beendet habe. Das gibt's ja gar nicht. Ah, schnell nochmal nuckeln. Pflanzen nuckeln, Pflanzen nuckeln. Und hier ist mobile Fahrzeugstationsfragment. Alles scannen. So, wir haben ein Sea Monkey Nest schon gescannt auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch ein weiteres scannen. Und ich versuche das jetzt mal hier. Geht nicht. Kann ich nicht. Hä? Aber das ist doch nicht das, was wir schon gescannt haben. Das ist doch ein anderes. Oder ist es dasselbe? Nee, das kann gar nicht sein. Das ist eine ganz andere Location. Hier ist eine ganz andere Ecke. Hier ist auf jeden Fall noch eins. Das haben wir definitiv noch nicht gescannt. Was? Wieso geht denn das nicht? Wieso kann ich denn nicht zwei scannen? Muss ich etwa schon wieder neu starten dafür? Ich hoffe nicht. Ich glaube, ich muss raus. Dringend. Oh Gott, ich muss atmen. Ah, Pflanze da. 30 seconds. Das wäre jetzt zu geil, wenn der mir jetzt den Gleiter geklaut hätte. So nach dem Motto, Edge, du kommst nicht zur Pflanze. Kleines Schweinchen. Okay, ich glaube irgendwie, man kann die Nester nicht scannen hier. Also das zweite irgendwie nicht. Hier ist noch eins. Das kann ich scannen. Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. Jawohl, ja. Moment mal, Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. Wir haben jetzt eine Tauchflasche mit hoher Kapazität. Ich muss mal, glaube ich, mal schnell auftauchen. Brauchen wir dazu nicht die Modifizierungsstation für die Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität? Ich meine schon. Ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz sicher. Moment, jetzt muss ich mal nachgucken. Was haben wir jetzt bekommen? Wir haben jetzt die Tauchflasche mit ultra hoher... Da, Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. 4x Lithium. Uiuiui. Tauchflasche mit hoher Kapazität. Okay, dann müssen wir das unbedingt mal machen. Dann können wir uns auch länger da unten aufhalten und können die ganzen Blueprints, die da sind, scannen. Denn da scheint es einige zu geben. Ich muss mal trinken. Vital signs stabilizing. Was zu essen müssen wir mitnehmen. Fisch, Fisch. Frischen Fisch. Und damit ich jetzt nicht wieder die Blasenfischpopulation reduzieren muss, nehme ich mir jetzt einfach mal hier so ein paar von den Früchten mit. So, die Früchte vom Glowbaum hier, von der Schlingpflanze. Na, reicht. Reicht erstmal. So, zurück zur Base. Zurück zur Base. Zurück zur Base. Oh, Sea Monkeys. Ich will mir jetzt nicht was klauen lassen hier. Ich will mich jetzt ungern beklauen lassen, ja. Diese kleinen Langfinger. So, dann machen wir mal, machen wir mal, machen wir mal. Gehen wir mal zur Deep Twisty Bitches Base. Und dann, meine lieben Freunde, will ich noch was anderes überprüfen, was ihr mir gesagt habt. Nämlich, dass ich die Frachtrakete jetzt irgendwie bauen oder rufen muss, wenn die nicht da ist. Ah, da ist schon wieder eine Batterie hinüber. Oh, das ist die letzte Batterie. Gefährlich, gefährlich. Und jetzt lasse ich mich nicht von dir... ich wäre ihm beinahe ins Maul noch reingeschwommen, obwohl ich ihm ausweichen wollte. Schön meine Ausweichfähigkeiten, ne? Da könnt ihr alle von Glück sagen, dass ich nicht Auto fahre. Stellt euch das mal vor. Ich würde statt auszuweichen einfach direkt in den Gegenverkehr fahren wahrscheinlich. Ich ziehe es jetzt durch hier. Ich schwimme jetzt einfach durch. Da ist die Base, da vorne. Ich sehe sie. Komm schon. Zieh. Ja. Welcome aboard, Captain. Bin ich verfolgt worden? Alter. Was? Oh shit. Ich hab ein Loch. Nein. Reparaturtool. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Wie die Lampen flackern. Alter, diese kleinen Schweinchen. Es hat mich wieder so ein Kracherfisch verfolgt. Und die machen Schaden an der Base. Aber das ist doch neu, oder? Das haben die doch vorher nicht gemacht.
Ich bin richtig zusammengezuckt. Ich habe das gar nicht realisiert. Ich will gar nicht glauben wollen hier. Alter, scheiße. Was soll denn das? Ich hab's erst gar. Ich habe gedacht, hä? Habe ich eine Halluzination? Das kann gar nicht sein, was ich da gesehen habe. Okay, egal. Ich sollte mal. Ne? Essen kochen. Mann, habe ich mich erschrocken. Ja, aber das macht's spannend, ne? Das sind so die Momente, die es spannend macht. Ah, tief durchatmen, tief durchatmen, tief durchatmen. So, wir brauchen mehr Lithium. Gab es das nicht sogar hier unten? Warte mal. Ich muss mal den Scan. Warte mal, halt. Ah, nein, nochmal hoch. Ich will nochmal eine Sache prüfen. Hatten wir jetzt eigentlich das zweite Solarmodul nicht nochmal aufgebaut? Okay. Das sollte ich mal machen. Quarz. Brauche ich. So, das bauen wir mal schnell auf, weil wegen Energie und so, dass wir mehr speichern können. Ist, glaube ich, schlau. Vor allem, wenn wir auch Lampen installieren wollen und so, ne? Macht das, glaube ich, schon Sinn. Wenn wir ein paar mehr Solarzellen haben. So. Dann können wir nämlich jetzt 150 Energie speichern, statt nur 75. Das ist schon gut. So, jetzt gehe ich mal hier runter. Schön. Wenn wir das da draußen noch ein bisschen ausgeleuchtet kriegen, dann wird das hier richtig toll. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier ist der Scanner Raum. Lithium. Scannen wir mal schnell und gehen mal schnell hier raus. Da ist Lithium. Das holen wir uns jetzt einfach mal, damit wir mal schnell diese Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität machen können. So, Nummer 1. Ihr habt mir das übrigens auch mal erklärt mit dem Scannerraum. Der scheint wohl schon die Positionen für die Fragmente zu erkennen, die noch nicht im Spiel sind, aber schon in den Spieldateien enthalten sind. Das meintet ihr zumindest. Gut, ob das jetzt aber wirklich so ist, ich weiß es nicht. Ich halte es persönlich eher für einen Fehler, weil ich glaube nicht, warum sollte denn die Position schon drin sein, auch wenn das Fragment selber noch nicht drin ist? Also das ergibt... Hier, bei dem Lithium und den Ressourcen ist es ja auch so. Ich meine, das wird ja auch teilweise angezeigt, obwohl es gar nicht da ist. Das ist schon irgendwie... Ich glaube nicht, dass das gewollt ist, ehrlich gesagt. Oh, hier hatte ich eine Wandverstärkung angefangen, die ich nicht fertig gebaut habe. Frevel, Frevel. So, hier auf der Rückseite ist noch Lithium. Nehmen wir das mal mit. Hier, da auch, ne? Meine Güte, das scheint jetzt hier irgendwie auch in dem Berg drin zu sein. Merkwürdigerweise. Da können wir es natürlich auch nicht ernten, ne? Das ist klar, wenn das irgendwo in der Geometrie verschwunden ist. Ich gucke jetzt nochmal hier drüben. Ja, das... Hier ist noch was, aber hier... Ja, das ist hier irgendwie in dem Stein drin, okay. Ah! Schwein! Kleines Schwein! Mann, Mann, Mann! Schnell rein hier, so. Was fehlt hier eigentlich, um das fertig zu bauen? Titan. Dann können wir das ja bauen. Haha! Genau, die Höhenintegrität, ganz wichtig hier, bevor wir irgendwas Neues bauen. Und hier ist das Licht aus. Sag mal, kann das sein, dass der Energiestand, wenn der niedriger ist als 75, also wenn quasi nicht mindestens ein Stromproduzent voll aufgefüllt ist, dass dann das Licht gedimmt wird? Also zumindest hier im Hauptraum scheint das der Fall zu sein. In den anderen Räumen irgendwie nicht. Aber irgendwie, das war schon bei den anderen Basen so. Wenn da irgendwie das Energieniveau auf 1 gefallen ist, dann war ja das Licht komplett aus. Das sieht fast so aus, oder? Und die Lichter flackern halt ab und zu auch mal. Also die Stromversorgung ist nicht stabil. Interessant. Alles ziemlich interessante Neuigkeiten, wenn ich das mal so sagen darf. Vielleicht sollte ich mal den Scanvorgang ausmachen. So, zwecks Batterieenergie. Hier. Stopp! So. Scannerraum aus! Genau, jetzt steigt die Energie nämlich wieder. Können wir ja mal gucken, ob das... Ja, guck mal! Das Licht ist jetzt noch dimmer geworden irgendwie. Jetzt wird es wieder heller, guckt mal. Wo es unter 35 war, ist es dimmer geworden. Jetzt wird es wieder heller. So ein bisschen. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe... Das würde mich jetzt echt mal interessieren, ohne Scheiß. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe, wird es dann wieder noch heller?
irgendwann, wenn es vielleicht wieder so auf 50 ist, also wenn es mehr als die Hälfte hat, der Speicher halt oben, der Speicher, der Energiespeicher. Dauert ganz schön lange natürlich. Warte mal, ich kann doch schlafen, dann wird das doch schnell aufgefüllt. Ich bin auch schlau. Passt mal auf. Ja, seht ihr, da geht's schnell. Da wird ja die Zeit nach vorne beschleunigt. Um einen Tag. Da müsste der Speicher doch jetzt... Ja, guck mal, siehst du, da hätte ich ja lange warten können. Und so, wie sieht's jetzt aus? Im Gang? Ja, guck mal, ist heller geworden, oder? Nee, eigentlich nicht so. Ja, keine Ahnung, ob das gewollt ist oder nicht, weiß ich bis heute nicht. Aber irgendwas scheint ja mit der Beleuchtung zu sein. Merkwürdig. So, was wollte ich jetzt eigentlich noch? Ach ja, ich wollte die Tauchflasche mit hoher Kapazität machen. Ultra hoch. Moment, nee, doch, scheiße, da brauche ich doch die Modifizierstation. Kann man die denn schon finden? Also ich habe jetzt ja nur Fahrzeugfragmentstationen. Fahrzeugstationsfragmente gesehen. Fragmente der mobilen Fahrzeugstation, so rum. Energiezelle ist ja auch noch ein Problem, ne? Gibt es ja auch irgendwie noch nicht. Wie hatte man die Energiezellen im normalen Subnautica bekommen? Die hatte man doch dann irgendwie mit der Seemotte zusammengekriegt. Oder hatte man die gefunden und hat dann den Blueprint bekommen? Wie war denn das nochmal mit diesen Energiezellen? Das weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir ja schreiben oder ihr habt es mir vielleicht schon geschrieben. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg zur Rakete. Halt, da sollte ich vielleicht die Teile mitnehmen, die ich da reinschießen muss. Hochschießen, nicht reinschießen. Bin mal gespannt, ob das geht. Brauche ich dann da Ressourcen, um die zu rufen oder zu bauen? Ich werde es ja sehen. Ich werde es ja gleich sehen. Zur Not muss ich wieder zurückfahren. Vielleicht sollte ich vorher nochmal Batterien machen. Ich habe keine Batterien mehr gleich. Ist ja die letzte. Welcome aboard, Captain. Nicht wirklich, oder? Alter. Habe ich wieder ein Loch in der Base jetzt? Nee. Komisch, da hat die Explosion jetzt keinen Schaden verursacht. Es ist so, wie es gerade lustig ist, ne? So wie es gerade passt, quasi. So, die leeren Akkus sind jetzt erstmal hier drin. Bevor ich jetzt... Warte mal. Bevor ich jetzt hier... Die sind alle auf Null. Bevor ich jetzt hier irgendwie großartig Batterienpflanzen sammle, brauche ich mir einfach Scanner. Drei Stück. Aus drei leeren Batterien haben wir wieder drei volle Batterien. Muss ich sie halt wieder rausfriemeln. Also. Scanner. Nachladen. Batterie entnehmen. Und den leeren Scanner wegpacken. So, dann den vollen Scanner auswählen. Batterie entnehmen. Den leeren Scanner weglegen. Dann den vollen Scanner. Hoppla. Den vollen Scanner nehmen. Hoppla. Batterie entnehmen. Ja, so ist das halt hier. Wir müssen hier jeden Scanner einmal umdrehen, damit wir Strom kriegen. So, dann kann ich meinen Knife auch wieder dahin ziehen. Wunderbar. So, dann haben wir wieder drei Batterien. Wunderschön. Kann es ja weitergehen. So macht man das heutzutage. Das ist Recycling auf die eine Weise und irgendwie auch Verschwendung auf der anderen Weise. Weil wir die Scanner, die wir dafür machen, nie benutzen werden und nie brauchen. Es ist aber immer noch besser, als alte Batterien wegzuschmeißen, glaube ich. Weil Batterien enthalten ja noch chemische Stoffe. Säuren und so. Die ja auch schädlich sind. So ein Scanner, und da stelle ich jetzt mal, enthält vielleicht maximal Plastik. Ja, ich weiß, Plastik in den Meeren und Ozeanen ist jetzt auch nicht so unbedingt das Wahre. Aber hey, ich meine, momentan haben wir es ja auch noch fein säuberlich in einem Schrank gepackt. Ja. An der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis in Sachen Umweltverschmutzung. Momentan habe ich auch noch ein anderes Spiel auf dem Zettel, das sich Eco nennt.
Da geht es auch um das Thema auf die Umwelt achten und die Umwelt schützen. Könnt ihr euch ja mal das Video angucken, was ich zu dem Thema Eco gemacht habe, wo ich euch auch frage, ob ihr gerne ein Projekt dazu sehen möchtet. Falls euch sowas interessiert, kann ich das gerne mal machen. Das würde dann auch als Community-Projekt laufen. Aber da muss ich gucken, dass ihr da auch Interesse dran habt. Deswegen, wenn ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, das kam am Wochenende, schaut euch das mal an. Deine Meinung zu Echo oder so ähnlich heißt das. Wenn ich es hinkriege, verlinke ich das ja auch nochmal. Oder am Ende dann. Guck mal, da ist auch nochmal so ein Turm. Der ist auch neu. Krass, was sich hier alles verändert auf diesem Rocket Island. Schon verrückt. Also das neue Update, das neue große, ne? Da habe ich ja auch ein bisschen Blödsinn erzählt in den letzten Folgen. Das soll tatsächlich kommen bereits am 6. März irgendwie. Also im März kommt es doch erst. Nicht mehr im Februar, Ende Februar, sondern im März. Ganz wichtige Info. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch mal wieder den Experimental Branch verlassen. So, genau. Wir sehen jetzt hier keine Rakete am Start. Und ihr meintet jetzt, ich muss die jetzt irgendwie rufen oder bauen über dieses Terminal. Jetzt gucken wir mal. Konstruieren. Ah ja. Ah. Mit zwei Titanen, das ist ein bisschen billig, oder? Ich glaube, das wird nochmal verteuert werden in Zukunft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt. Das wird sehr, ist irgendwie sehr billig. Ich meine, das habe ich mir ja schon gedacht, dass die Dinger irgendwie nachgecraftet oder angefordert werden müssen irgendwann. Aber dass es so billig ist. Okay, so, so, so. Und dann schießen wir mal den Gummi ab. Go, go, Rakete. Jawohl, ja. Da geht's hin. Juhu. Flieg und Sieg. Bacteria Sample en route. Payload confirmed. Ich finde, da gehen die, die Intertitel, genau. Die Untertitel auch ziemlich schnell. Das ist immer echt schwer, da mitzukommen, was da unten steht. Aber das ist ja auch alles noch nicht fertig, hier ab dem Punkt. Bin auch mal gespannt, ob im nächsten Update dann eine neue Story, also was heißt neue Story, aber ein neuer Teil der Story noch hinzugefügt wird. Oder ob die Story dann, das war ja glaube ich auch im Hauptspiel so, ob die Story dann so in größeren Updates dann zum Schluss erst noch fortgesetzt wird. Oder ob das jetzt wirklich hier dann mit drin ist. So. Also ob das dann bei den Content-Updates auch mit drin ist, die Story. Bin mal gespannt. Ich will eigentlich wissen, wie es weitergeht so langsam. Also ich möchte gerne noch mehr Story haben. Wenn es irgendwie geht. Im Update. Wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Kam da irgendwas raus bei der Analyse von den Samples in dem PDA? Ja, doch schon, oder? Es kamen ein paar Dinge dabei raus. Und dann war ja das Ding, dass wir in diese Precursor, also nee, nicht in diese Precursor Base, aber in die, ah, guck mal, in die Base da bei 800 Meter mussten. Und das hatte ja nicht geklappt, weil wir kein Lithium hatten. Jetzt haben wir ja Lithium, das können wir auch leicht erreichen. Das heißt, wir müssen keine Zeit verschwenden, um erst noch eine Lithium Base zu bauen. Da können wir theoretisch direkt loslegen eigentlich. Hier sind ganz viele Fragmente. Stasi-Gewehr. Oh, der wollte mich gerade beißen. Hier habe ich aber Schwein gehabt gerade. Da unten sind Sea-Truck-Fragmente. Oder Seebahn. Ich werde mich an diesen Namen nicht gewöhnen, ey. Seebahn. Da muss ich mal an I-Bahn denken irgendwie. Ich weiß auch nicht. Was ist das hier? Achso. Das sah komisch aus. Seebahn-Fragment. Seebahn. Hoffentlich kommt die Seebahn pünktlicher als die Deutsche Bahn, kann ich da noch sagen. Aber ja, eigentlich, ich meine, wie soll man es anders übersetzen, ne? Seelastwagen klingt halt auch blöd. Oder Seelaster. Wobei Seelaster
Seelaster ist eigentlich, oder See-LKW. Das würde sich sogar halbwegs reimen. Sel-KW. Der Sel-KW. Irgendwie, keine Ahnung, aber Seebahn, ja gut, es hat halt verschiedene Anhänger, ne? Seebahn. Ist schwierig auf jeden Fall. Ich würde es aber eigentlich... Mann, das war wieder so ein Sprengding. Eigentlich ist es so ein Name, den man nicht übersetzen sollte, glaube ich. Also, ich finde Sea-Truck... Oder einfach Seetruck das Ding nennen. Das ist schon, glaube ich, der klügere Name. Weil ich meine, das Wort Truck ist im Deutschen ja jetzt kein unbekanntes Wort. Da wissen wir ja nicht, wir sind ja nicht vom... Ah! Nein! Schon wieder! Ah! Flicken, schnell! Gibt's doch nicht, ey. Was? Das musste schon gepumpt werden? Gott. Ich habe Angst. So, ich wollte nochmal Batterien machen jetzt. Und ich wollte noch irgendwas sagen jetzt. Egal. Genau, das Wort Sea-Truck ist ja, also Truck, wenn wir Truck hören, das Wort, dann geht es uns ja nicht so wie von wegen, wir wissen überhaupt nicht, was gemeint ist. Ich meine, Truck ist ja schon im Deutschen ein geläufiges Wort. Deswegen weiß ich nicht, ob man das unbedingt als Seebahn übersetzen muss. Seetruck ist doch eigentlich auch okay, finde ich. Seebahn. Oh, der hat ja auch Schaden genommen hier. Krass. Hat mein Bett auch Schaden genommen? Nee. Also ich glaube, man muss hier echt Angst haben mittlerweile. I not you shit. I shit you not. Ja, noch Batterien, ne? Wenn wir jetzt noch Pflanzen haben. Batterien, Batterien. Wir brauchen mehr Batterien. 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 Und das hauen wir weg. Und jetzt haben wir... Ja, guck mal. Warum habe ich eigentlich zweimal Kupferdraht? Wo habe ich den her? Warum habe ich so viel Silber? Warum habe ich so viel Gold? Wann ist das denn passiert? Vielleicht auch noch ein bisschen von... Also das weglegen, das nehmen. Oder soll ich nochmal... Wie viel Lithium haben wir jetzt? Wir haben jetzt Lithium für 2 Wandverstärkungen. Eigentlich gar nicht so verkehrt. Wir brauchen aber... Das Blei kann man dann wegnehmen. Wir brauchen ja auch wieder Kupfer dann. Eine Tischkorallenprobe für den Scanner. Quarz brauchen wir auch. Quarz haben wir gar keinen. Müssen wir mal was holen. Aber erstmal muss ich auch schon wieder essen und trinken. Oh Gott. Da sind sie überall, die kleinen Schweinchen. Und die spawnen auch irgendwie nach. Ich habe ständig welche am Hals, wenn ich hier runtergehe. Immer habe ich welche, die hinter mir her sind. Ah! Das ist echt krass. So. Tischkoralle. Die können wir auch gleich mitnehmen. Brauche ich nur... Warte, ich brauche mehr. Ah! Schnell weg. Ah, Fische. Fische. Ich brauche Fische zum Essen. Essfisch. Speisefisch. Nein, wo ist er hin? Da! Lass dich nehmen! Du dich auch! Und du auch! Schnell rauf! Muss mal... Ich hole jetzt mal irgendwie noch Blasenfische, dass wir ein bisschen Wasserflaschen haben. Zum Trinken. Blasenfisch! Blasenfisch! Sind schon wieder weniger geworden, die Blasenfische. Aber ich bin natürlich auch ordentlich wieder am Saufen hier. Die ganze Zeit. Und sie scheinen ja nicht mehr nachzuspawnen. Also mittlerweile kann ich das auch so bestätigen, dass sie seltener werden tatsächlich. Wie wir sehen können, hier in der Umgebung der Rettungskapsel sind schon keine mehr. Was ein bisschen besorgniserregend ist. Aber wir haben ja immer noch diese Möglichkeit hier. Da muss man immer nur so viel essen. Das ist das Problem. Da muss man mal... Es sind ja immer nur 10 Einheiten, die man da kriegt.
von so einer Frucht hier. Das dauert halt, bis man sich da hochgesoffen hat. Und eine richtige Reserve ist es halt auch nicht irgendwie. Ich nehme mal manchmal direkt noch eine mit, wenn ich jetzt zur Base runtergehe. Oder warte mal, wir kochen mal die Fische da drüben. In der Rettungskapsel, die ist näher dran. Wir müssen ja dann eh dahin, da hinten. Und dann probiere ich das vielleicht nochmal mit dieser... mit dieser Tiefseebase. Mal gucken. Das wäre alles kein Problem, wenn wir schon sowas wie einen Bioreaktor hätten, dass wir auch schon in größeren Tiefen Energie produzieren können. Aber wir haben ja momentan nur diese blöden Solarpaneele, die einfach völlig sinnlos sind, wenn es um größere Tiefen geht. Das ist halt das Problem. Und Energieleitungen gibt es ja auch noch keine. Also zumindest nicht so, dass ich sie scannen und benutzen kann. Das haben ja auch welche gesagt, benutzt doch Energieleitungen, um die Energie vom Solarmodul nach unten zu befördern. Ja, aber wenn es doch nun mal keine... wenn es sie doch nun mal nicht gibt, was soll ich denn machen? Wenn es nun mal keine Energieleitung gibt. Moment, brauchte ich eigentlich für den Scannerraum auch Gold? Ja. Dann muss ich irgendwie nochmal Gold finden, noch schnell. So, mal kurz nochmal hier dahin. Und nochmal ein bisschen was aufschlagen. Und dann mal gucken, ob wir da Gold finden. Klauen mir die Sea Monkeys eigentlich nur die Items, die ich in der Hand halte? Oder klauen die mir vielleicht auch irgendwann mal, keine Ahnung, meine Ressourcen, die ich gefarmt habe? Das wäre ja fast noch lustiger, wenn man so vorbeischwimmt an so einem Sea Monkey. Und dann der das auch so macht, dass man das nicht mitkriegt, wie so ein Taschendieb. Der langt einem einfach in die Tasche, holt die Ressourcen raus. Ne? Und dann haut er ab. Und man sieht es dann nur, wenn man zurückschwimmt und ihn dann mit den Ressourcen in der Hand rumschwimmen sieht. Dann realisiert man, dass man beklaut wurde. Dann müssten sie ja noch so irgendwie so eine Bauchtasche haben. Ah, jetzt haben sie Jeffreys PDA analysiert, sehr gut. Dann müssten sie noch irgendwie so eine Bauchtasche, eine Bauchtasche haben, wo sie das dann verschwinden lassen. Wo das dann nur noch so leicht rausguckt. Dann müsste es einen Polizisten geben, so einen Polizeifisch mit so einem Knüppel. Den müsste man dann anhauen können, so von wegen, yo, Kollege, der hat mich beklaut. Und der Sea Monkey sagt, der ist gar nicht wahr. Also, blablabla. Und dann gibt es ein Fischgericht. Dann hier kommt das große Fischgericht. Das tagt dann. Und dann muss entschieden werden, ob der Sea Monkey wirklich ein Dieb ist oder ob es nicht vielleicht doch jemand anders gewesen ist. Richterin Barbara Saalfisch ist das dann. Und dann geht's richtig ab, meine lieben Freunde. Boah, ich würde so bezahlen, um sowas zu sehen. Ich würde bezahlen, um sowas zu sehen. So ein Gericht unter Wasser. Und dann kommen die geschworenen Fische reingeschwommen. Ja, die müssen dann entscheiden, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht. Und das Ergebnis müssen sie vorsingen im Chor. Warum sieht das hier eigentlich so trüb aus, das Wasser plötzlich? Was ist denn hier passiert? Hat hier einer ins Wasser gekotet? Das sieht echt so aus wie Kloake hier gerade, ey. Das ist voll eklig. Das ist mal voll eklig hier. Ich will hier nicht schwimmen. Wer weiß, was hier passiert ist? Wer weiß, wer das war? Ah, hier wird's wieder klar. Sehr schön. Hier gibt's Rubine. Ach ja, warte mal, das wollte ich auch mal probieren. Nee, also vom Rubin kriege ich schon mal keinen Blueprint, wenn ich den aufsammel. Schade. Schade, schade. So, ich tauche jetzt nochmal auf. Muss man nämlich nochmal orientieren hier, wo ich eigentlich hin muss gerade. Ach ja, warte mal. War hier nicht auch... Moment, die Eisscholle, wo ich das... wo ich das scannen kann. Von dem Allen. Das war doch da drüben. Und da in der Nähe war ja eh die Location, wo wir uns dann aufbauen müssen. Ich erinnere mich. Probieren wir das mal. Ich schwimme da jetzt mal hin. Zu dieser Insel. Zu dieser Eisinsel. Genannt Eisberg. Zum Titanic-Eisberg. Der müsste auch gleich hier aufplöpsen eigentlich. Kann nicht mehr sehr weit entfernt sein.
Er war hier neben diesen zwei. Da, neben dieser Eisinsel und der Insel. Die eigentlich keine Insel ist. Das plöpst jetzt. Ja, genau, das plöpst jetzt nämlich auch gleich. Ist alles sehr plöpslich hier, wie das hier passiert. Genau, hier irgendwo muss das sein. Wenn sie es nicht weggemacht haben. Ja, warum sollten sie es wegmachen? Musste gleich kommen irgendwo hier. In der Verlängerung dieser Seerosen musste man tauchen und dann sollte das gleich... Gleich... Da! Ich wusste es. So, dann scannen wir nämlich mal diese Waffe. Diese seltsame. Können wir das auch gleich mit erledigen. Das ist schon ein merkwürdiges Teil dieser... Ich bin so gespannt, ne, wenn das alles final ist, wie das dann zusammenpasst und wie das dann ineinander greift und wie das hier vor allem dann auch gestaltet sein wird. Ich kann es kaum erwarten. Weil ich glaube kaum, dass dieses... Ach, es ist weg? Es ist nicht mehr da? Ah, okay. Wir haben wieder ein Mysterium, meine lieben Freunde. Und ich würde sagen, dieses Mysterium, das lösen wir nicht mehr in dieser Folge. Geht ja auch nicht, weil es ist ja nicht da. Ist ja weg. Das lösen wir dann in einer der kommenden Folgen Subnautica Below Zero. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.